Alter, was geht ab, mein Tange? Moment, ich setze mich mal kurz. Mit einem kurzen, schnellen Video hoffentlich. Also nicht für euch, aber für mich. Jetzt bin ich hier. Nee, Uni. Das ist dieser kleine Pack hier, ein Krebskornest. Ich hoffe, der heißt so. 50 Bonbons braucht man für den Pokédex-Eintrag. Die schnappe ich mir heute schnell. Hab mich gerade in die Arena gesetzt mit GPS-Drift. Das erinnert mich an das letzte Mal, wo ich hier war. Moment. Ich drehe euch mal kurz ein bisschen mehr zu mir. Das letzte Mal, wo ich hier war, war mit Barisch. Ich habe euch letztens ein Video gezeigt, beim Ostpark, wo ich mich an alte Zeit mit Dimi erinnert habe. Jetzt erinnere ich mich an alte Zeit mit Barisch. Wir waren hier, spontan, ein paar Arenen machen. Und diese Arena hier, ich werde sie einblenden. Wahrscheinlich ohne Ton, weil damals habe ich so eine geile Akte X Musik eingeblendet. Und dafür gab es ein bisschen Probleme mit YouTube und Copyright und so. Auf jeden Fall haben wir die Arena hier gemacht und die ging nicht, das war eine tote Zone. Weil damals, wenn ein Account gebannt wurde, und der aber immer noch in der Arena war, diese Arenen sind einfach nur gestorben. Er ist nicht aus der Arena geflogen, die Arenen waren einfach nur unantastbar. Er war immer noch drin und alle, die drin waren, hatten Glück, die hatten eine unantastbare Arena, die keiner angreifen konnte. Das blende ich euch wie gesagt noch ein und jemand greift die gerade an. So einer. Gerade wo ich mich reingesetzt. Ah ne, ich habe mich gar nicht reingesetzt. Ich habe nur gedreht. Geil. Jetzt kann ich mich reinsetzen, theoretisch. Also jetzt nicht, weil man muss 10 Minuten warten. Aber ihr wisst, was ich meine. Also. Blendet euch jetzt den Clip ein und dann fangen wir ein paar Clips. Wir sind hier gerade neben Uni. Wir haben eine Arena entdeckt. Die war 4. Barisch wollte sich reinstellen, weil ich sehe die immer vom Klassenzimmer aus. Vom Unterricht. Und ich habe mich gewundert, wieso die ganze Zeit auf 4 ist. Keiner greift die an, keiner stellt was rein. Jetzt sind wir hier. Area 51 hier. Aber echt, Mann. Man kommt nicht rein. Fehler. Dass sie irgendwie Internet haben, dass sie nicht hackbar sind, dass keiner hier mit Internet sein kann. Irgendwie sind die davor reingekommen und jetzt kann keiner mehr rein. Ich kann nicht mal mehr in Pokémon rein. So eine krasse Firewall haben die. Barisch hat versucht zu pushen, es kam Fehler. Ich habe versucht anzugreifen, es kam Fehler. Das ist echt krass. Komisch hier. Shit, wer hier drin ist, der ist echt saftig drin. Ja, Mann, der ist echt geschützt. Welche Level sind die? Kannst du die nachschauen, welchen Level die sind? Jetzt gerade nicht, aber wenn wir weiter weg sind, kann ich draufklicken. Oh mein Gott. So, Bargisch ist da vorne nicht mal in das Spiel reingekommen. Wir mussten raus aus dem Gebiet, dann ist er wieder drin. Er will es noch einmal probieren. Ich habe keine Hoffnungen. So, hier seht ihr die Arena, Statue an der Mensa. Sogar schon. Ich schau mal kurz hier so durch. Die leidenden Gesichter. Mein Gott. Okay, die kann ich nicht direkt filmen. Die schaut mich direkt an. So. Also in der war ich noch nie, aber jede Bild ist eigentlich gleich. Check die ab. Ich habe die echt relativ spät in meinem Studium erst kennengelernt, die Bibliotheken. Ah, die sind eigentlich echt nützlich. Mein Tipp so an euch. Checkt die so früh wie möglich ab. So, das war's vom Krabbennest oder Hummer. Schreibt unten in die Kommentare, ob das eine Krabbe oder ein Hummer ist. Aber das Nest war richtig schlecht. Aber ich wollte es unbedingt abchecken, weil man weiß ja nie, wann die nächste Welle kommt von den neuen. Und jedes Mal, wenn eine neue Welle kommt, dann ändern sich auch die Nester. Und ich wollte halt den Pokédex langsam voll machen. Aber das Event ist jetzt zu Ende. Und diese Krabbe oder Hummer, der ist jetzt überall, der ist jetzt recht häufig. Also richtige Zeitverschwendung da bei dem Nest. Und das Nest war sogar so schlecht,
bin am nächsten Tag nochmal hingegangen, weil mir noch zwei gefehlt haben. Und wisst ihr, was noch passiert ist? Also abgesehen davon, dass er jetzt recht häufig ist, ich habe sogar einen noch gebrütet, also jetzt richtig unnötig, dass ich sogar das zweite Mal hingegangen bin. Und ich habe sogar endlang gewartet, nur damit zwei spawnen, weil das nicht so schlecht war. Auf jeden Fall entwickeln wir jetzt den ein für den Dex. Und dann habe ich auch noch ein anderes Nest ganz schnell abgecheckt. Das war jetzt echt nicht die Mühe wert. Es hat relativ heftig geregnet. Moment, entwickeln wir den erstmal zu Ende. So, bam. Neuer Dex-Eintrag. Könnt ihr auch schon sehen, wen. Moment, so. IV, richtig schlecht. Ich habe den jetzt nur für Dex entwickelt, hohe WP genommen. Das mache ich meistens. Und das andere Pokémon ist halt dieser Fisch, Schmerbe. Wie gesagt, ganz schnell das Nest abgecheckt. Hat geregnet, ich konnte nichts filmen und man hat eh nur 50 Bonbons gebraucht. Ich hatte schon ein paar, also ich habe keine Ahnung, 3, 4, maximal 5 gebraucht. Mit gelber Berge. Nicht mal eine ganze Runde gedreht. Und den entwickle ich jetzt auch noch für Pokédex. Wie ich gesagt habe, der ist eigentlich relativ selten und weiß nicht, wie ich den zusammenbekommen soll. Aber dann habe ich doch ein Nest entdeckt. Und ein paar Zuschauer haben mich auch darauf hingewiesen. Und der hat sogar möglicherweise 98 IV. Also der hat KP und Attack auf 15. Und wie gesagt, der ist mir einmal wild begegnet und leider geflohen. Okay, zwei neue Dex-Anträge, zwei relativ nutzlose Nester. Vor allem die Krabbe oder der Hummer. Das Nest war so schlecht. Hirschgarten ist gar nicht so schlecht. Da war mal das erste Kanimani-Nest. Video könnt ihr euch anschauen, vom Anfang des Jahres. So, zweiter neuer Dex-Eintrag. So, dann schauen wir uns noch schnell den Pokédex an. Jetzt mit den zwei neuen Dex-Einträgen, was mir noch so fehlt. Die zwei gerade entwickelt. Zufälligerweise auch hintereinander im Pokédex und ich habe sie hintereinander entwickelt. Und ansonsten, den Hai kann ich noch machen. Den kann ich eigentlich jetzt auch noch direkt machen. Und okay. Ich hatte eigentlich vor, dass das Video. Was ist das für ein Ding? Achso, okay. Ich hatte eigentlich vor, dass das Video zwei neue Entwicklungen heißt. Aber den Hai können wir eigentlich auch noch machen. Dann sind es drei neue Entwicklungen. Ansonsten kann ich eigentlich nichts mehr machen. Das war's dann. Außer Trasse, aber ihr wisst. Ihr habt das Video gesehen. So, da haben wir ihn. Relativ viele Bonbons. Ich habe den zweimal schon gebrütet. Dementsprechend musste ich kein Nest abchecken. Und Attack 15, das ist wahrscheinlich der aus dem Ei. Den können wir auch direkt entwickeln, wieso nicht. Für euch. Bam. Drei neue Dex-Einträge. Denke demnächst, also Donnerstag denke ich, da ist auch wieder Nestwechsel theoretisch, müsste die neue Gen kommen. Also nicht die neue Gen. Weitere Pokémon aus der neuen Gen. Die nächste Welle sozusagen. Und bam. Ah, die Wahl kann ich auch noch machen, aber das sehen wir uns auch für das nächste Video. Das war's von mir. Drei neue Dex-Einträge. Zwei relativ schlechte, nutzlose Nester abgecheckt dafür. Aber wieso nicht? Man braucht den Dex-Eintrag. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr den Hummer schon habt, ob ihr den Fisch schon habt, ob ihr den Hai schon habt. Und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.